Ü-U-A-A, Ting-Tang, Walla-Walla-Bing-Bang. Und damit ein herzliches Bonjour zur nächsten Folge von Batman Arkham Knight Play and Raid. In der letzten Folge haben wir unseren schönen neuen Anzug bekommen, hier nochmal zu sehen. Ja, sehr stylisch, sehr sexy. Und jetzt geht's weiter mit der Hauptstory. Hack-Hack. Hack-Hack, es hackt weiter. Darf alles nicht passieren. Haken. Hört, hier geht irgend so ein Irrer rum und nagelt Leute an die Wand. Das hakt gerade sehr, sehr krass. Wow. Sollte nicht passieren. Sind ja nicht mal Frames-Einbrüche. Das ist einfach nur Haken. Okay. Da hinten ist das Bat-Signal, da muss ich hin. Vandaliere sind mir gerade egal. Ich könnte eigentlich noch 1 Kilometer. Schnell das Bettbewegung gefunden. Gewendet. Fahren. Was zur Hölle ist das? Boah, das hakt gerade so krass. Die Federbus! Er verfolgt! Trägt das Pedal durch! Los! Ich muss mich leider für dieses Haken hier entschuldigen. Da kann ich nichts für, da kann auch mein PC leider nichts für. Das ist das Spiel. Das unfertige Spiel. Ausgezeichnet. Irgendwas von da drin? Sprung. Nichts. Wir glauben, dass noch eine Minimalbesatzung da ist, aber sie antworten nicht und das Gebäude ist abgeschottet. Wenn sie noch leben, werde ich sie finden. Sie sollten selbst im Video hakt es. Was grandios. Ich hoffe nicht, dass es jetzt so weitergeht, dass es immer schlimmer wird. Davor war es ja noch spielbar, aber jetzt gerade wird es nicht mehr. Wen haben wir denn hier? Helikopterman. Böser Helikopterman. Komm schon, Lord! Komm schon! Bewegung, Bewegung, Bewegung! In Deckung! Hallo, Sir. Zeit zu sterben, alter Mann. Im Tod gibt es nichts mehr zu fürchten. Halte ihn von Ace Chemicals fern. Deine Rache wird kommen. Wer ist er? Ihn kennt man irgendwoher. Den habe ich schon mal gesehen. Heute Nacht. Aus Batman Arkham Knight, glaube ich. Ich muss für den Aufgaben erledigen. Mir fällt leider der Name gerade nicht ein. Freund von dir? Bleib hier. Ich finde das raus. Das hat er gerade noch nicht rausgefunden. Also was mir sehr am Spiel gefällt, ist tatsächlich, dass es so gut wie kein Interface gibt. Also so gar nicht mehr. Hat ein bisschen was vom Filmmodus. Okay. Ich glaube, ja. Ich soll da so normal hoch. Langsam, aber sicher. Helikopter? Was ist denn hier los? Oracle, wer immer der Kerl ist, er hat die eine Armee. Die Klontruppen sind jetzt einsatzbereit. Na gut, wir haben hier was von einem in Venezuela operierenden Geheimkommando. Sie haben eine versteckte Trainingseinrichtung entdeckt, einheitliche Insignien bei allen Soldaten. Nichts als Spekulationen über den Kommandanten. Mich sieht natürlich auch niemand. Nur über den Namen sind sich die Quellen einig. Der Arkham Knight. Der Arkham Knight. Hack dich in deren Funk. Ich muss wissen, was sie plant. Sonst noch was? Auf dem Gelände von Ace Chemicals sind noch ein paar Arbeiter. Sie könnten uns helfen, Scarecrow und seine Bombe aufzuspüren. Ich muss sie finden. Jeder Arbeiter sollte einen ID-Chip tragen. Batman's Wenn ich die Personalaufzeichnungen anzapfe, kann ich sie aufspüren. Da ist ein Terminal in einer Nische ganz in deiner Nähe. Versuch's dort. Verwende den Detektivmodus. Da sind 5 Soldaten. Jeder bewaffnet und gefährlich. Bevor ich zu diesem Terminal kann, muss ich sie ausschalten. 5 Soldaten und bestimmt 20 Panzer. Scarecrow zufolge ist die Reaktion fast abgeschlossen. Der Arkham Knight ist das also. Den kenne ich aber nicht. Oh, stylisch. Okay. Den Teil liebe ich am meisten.
Leute einfach überrumpeln. Helis kommen vom Denk ich soll hier so ein Angstausschalten machen. Ah, jetzt krieg ich mich. Aber dich krieg ich doch da. Hab letztens was Schlechtes gegessen. Sind diese dämlichen Rationen. Fühl mich nicht allzu gut. Weg mit dir. Genau. Die größte Operation überhaupt. Und ich sitze hier bei einer dummen Chemiefabrik rum und versuche nicht zu kotzen. Lalalala. Wie ganz oben ein Batman könnte auf dem Weg hier sein. Vielleicht haben wir etwas Spaß und wir sind's, die ihn umlegen. Was ist das hier? Waffen, ja. Der Plan muss von einem Genie sein. Nach oben. Glaub's einfach nicht, wie sie den Köder geschluckt und die Stadt evakuiert haben. Seil. Batman, der Seiltänzer. Okay, einen muss ich noch ausschalten und dann geht's wieder runter ins Gitter. Dich krieg ich so. Kranik, funktioniert das nicht mehr? So, runter. Habt ihr das gesehen? Scarecrow hat den Chef daran gehängt. Scheint nicht mehr zu funktionieren, Leute von oben einfach so aufzuhängen. Gitter betreten. Weiter geht's. Doppelangst ausschalten. Schwupps, da war's. Ich kann auf keiner das Terminal zugreifen. Stufenanstieg. Machen wir kurz. Kampf. Was haben wir hier? So, dich nehmen wir. Punkt. Schnell gemacht. Sehen wir mal, ob Oracle recht hat. Okay, also der Code war tatsächlich einfach nur Arkham Knight. Hier sollte mal jemand die Sicherheitsprotokolle updaten. Kennen wir irgendwen von denen? Ich denke mal eher nicht. Oracle, ich habe die ID-Codes. Wenn ich einen Aussichtspunkt erreiche, kann ich die Arbeiter mit dem Bat-Scanner finden. Okay, ich habe das Gebäude auf deiner Karte markiert. Fall nicht runter. Fall nicht runter? Okay, da vorne sind Wachen. Wie viele sind das? Genug. Ich glaube, da muss ich. Ach, ich muss auch nicht. Kann ich gleich weiter? Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Perfekt. Ich kann den Bat-Scanner einsetzen und nach den Arbeitern suchen. Ich find's schön, wenn man immer seine Kopfstimme. Ich konnte etwas der vom redet sehr viel. Abhören. Leite es jetzt an dich weiter. Ich hatte ihn im Visier. Ich hätte es zu Ende bringen können. Wir haben ihn noch nicht gebrochen. Warte noch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Warum hast du ihn da so ist sehr? Das solltest du nicht verstehen. Stephen Reilly. Deine Rache steht kurz bevor. Da ist bestimmt auch noch jemand. Das wird seine letzte Nacht sein. Panzer. Ich werde dafür sorgen. Martin Drescher. Hast du eine Ahnung, wer der Arkham Knight ist? Da oben. Klingt so, als wärt ihr euch schon mal begegnet. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Adam Brewer. Ein Slot ist noch frei. Hier habe ich alles. Da. Im Nichts, okay. Im Gebäude wahrscheinlich. Ja, im Gebäude. Hat funktioniert. Innerhalb der Anlage werden 5 ID-Signale angezeigt. Hoffen wir, dass sie noch leben. Okay. Das hat gerade sehr viel von Splinter Cell. Aber ich muss sagen, gefällt mir. Gefällt mir. Ich denke mal, ich nehme dich da unten. Du bist im Haus. Da sind viel zu viele Wachen. Da unten, ich glaube, ich nehme erstmal den Außenseiter. Wenn die Entwickler doch mal mehr an der Performance als an diesem Regen hier gearbeitet hätten. Oh, wird es reichen? Batman ist hier! Wird es reichen? Batman, das Scheiße, haben mich gesehen. Oh, shit. You got me. I got you, babe. Hoch. Wo kann ich eindringen? Das ist hier die Frage. Die Frage aller Fragen. Ich habe viel in meinem Leben gelernt. Wieso?
Runter. Herunter. Okay. Ich kann die Arbeiter nur retten, wenn ich diese Wand einreiße. Ich muss das Batmobil irgendwie reinbringen. Wie Batmobil? Ich weiß nicht, dass sie nicht ein wenig Spaß haben dürfen. Wir sollten ihn wohl nicht umbringen. Okay. Ich muss das Batmobil hier reinbringen. Verschaffen wir uns mal ein bisschen Überblick. Nächstes Mal melde ich mich für die Hubschrauber. So, mein liebes Batmobil. Okay. Dann also zum Hauptturm. Mir egal, ob sie funktionieren oder nicht. Mit einer Gasmaske fühle ich mich sicherer. Ventil. Hier kann ich auch wieder runter. Kann ich da nicht runter? Ich will da runter. Der Kerl hat seinen Zweck erfüllt. Warum sollen wir ihn am Leben lassen? Deutet meiner Ansicht nach nur Ressourcen. Hast du den Ausschlag im internen Router bemerkt? Keine Sorge, das ist da nicht. Da ist Stromkosten. Okay, es hat also endlich begonnen. Phase 1 geht los. Ja, Gott sei Dank. Ich hab was mit den Jungs, die wochenlang unter der Erde fest. Gleitritt durchs Fenster. Ja, schätze, wir sind Glückspilze, was? Hört auf, ja, der gefällt mir aber gut. Okay. Multi-Angst ausschalten. Okay, also nur bis zu 3 Leute. Oh, Genickbruch. Genickbruch und weggeschmissen. Er ist bewusstlos. Ihm wurde das Genick gebrochen, aber okay. Grün, grün. Oh. Oracle, Sie haben einen der Arbeiter getötet. Verdammt. Wir müssen Sie aufhalten. Hör zu. Ich habe mich in den Funk der Milizkräfte gehackt. Ab jetzt kannst du alle offen gesendeten Funksprüche abhören. Danke, Oracle. Ich habe einen Weg gefunden, das Batmobil reinzubringen. Dafür bezahlen Sie. Alle zusammen. Ein Hochsicherheitstor. Und es geht aus. Das Tor ist offen. Zeit, den Wagen reinzubringen. Batmobil-Fernsteuerung. Das Haupttor steht offen. Macht euch bereit. Oh ja, ihr seht, Batman sitzt nicht drin. Wir haben im Innenhof einen Diamond Ring stationiert, Sir. Den machen wir eine Winde. Was für ein naiver Optimismus. Der 60 mm Geschütz kann diese schwer gepanzerten Einheiten durchschlagen. Doch es wird mehrere brauchen, um sie zu zerstören. Ja, na klar, machen wir doch. Fernsteuerung beenden. Okay. Aber ich soll doch die Fernsteuerung benutzen. Hör auf, mich da rein zu tricken. Brumm, brumm. Yeah. Stylisch. Die Drohnen haben ich werde gleich mal das Raketen per Feuer gleich. Weg mit euch. Dafür lohnt es sich zur Schule zu gehen und den ganzen Scheiß zu lernen. Er scheint den Funkverkehr aufs Minimum. Er belauscht uns sicher. Du hörst doch zu, Batman, nicht wahr? Dann hört ihr das an. An alle Einheiten in Gotham. Operation Erlöse hat begonnen. Jeder hat seine Rolle. Jeder kennt seine Rolle. Also geht raus in die verdammte Stadt und nehmt sie ein. Ich will, dass ihr Gotham innerhalb der nächsten Stunde im Vorgegriff habt. Oh je. Operation Erlöse. Mir gefällt es übrigens sehr gut, wie dieses Batmobile hier in Szene gesetzt ist. Oh! Da wäre es fast. Weg mit euch. Er lebt noch. Okay. Tür öffnen. Ein Glück bist du hier. Wir sind rein. Los, los!
Da ist er, der Arkham Knight. Frisch aus Destiny. Lass die Waffen auf ihn gerichtet. Wenn er den Anschein erweckt, als wolle er den Raum verlassen, eröffnet das Feuer. Oh, aber nicht aufs Batmobil. Kurz Zeit fürs Batmobil. Kann ich das jetzt gerade machen? Dort ist die Panzerung am stärksten. Zielt erst auf die Schwachstellen an den Schultern, dann dorthin, wo die Platten zusammentreffen. Ah, okay, ich kann mit Batman direkt ziehen. Wie cineastisch, dass sie einfach umgesetzt wird. Einer nach dem anderen. Wird hier ausgeschaltet. Und der Arkham Knight verpisst sich mal wieder. Hallo. Sie sind in Sicherheit. Mit einer Hand einfach aufgerissen. Bleiben Sie ruhig. Oh, Sie haben Jonah Hill mit am Start, okay. Sie haben das Werk stundenlang betrieben. Sie haben Trucks hergeschafft, Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was sie tun. Er produziert Unmengen von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die gesamte Ostküste bedecken könnte. Die Stimme von Jonah Hill. Scarecrow. Das Gesicht von Joseph Gordon-Levitt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchziehen wird. Und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich halte ihn auf. Aber erst bringe ich Sie hier raus. Warten Sie beim Batmobil. Hast du Scarecrow gefunden? Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Riegelt das GCPD ab. Bleibt okay, er geht ins Bettenbein. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Einfach so reingesaugt. Tim, cool. Es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf. Das weiß ich. Okay. Ich soll ihn also erst halten Sie durch. Bring Sie zu Commissioner Gordon. Oh, mal gucken, ob ich es schaffe, ohne dabei. Master Bruce, die ganze Stadt ist voller Milizpanzer. Gotham wurde überrannt. Wenn ich Scarecrows Bombe nicht entschärfe, wird es keine Stadt mehr zu retten geben. Jetzt auf die Brücke. Ich hab Mark. Das ist noch nicht vorbei, Jim. Dieses Batmobil ist ein Style wirklich schwer zu überbieten. So, wer ist jetzt nächstes dran? Da geht's nicht rein. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier raus muss. Immer höher, immer höher. So. Zwei Leute habe ich, da waren es noch drei. Oh, Panzer. Panzer sehen mir aber auch so aus, als wenn sie von mir erledigt werden müssen. Ja. Da hinten ist wieder so ein Gebäude mit Menschen drin. Okay. Auf Seilwerfer fallen lassen. Ach, Batman hat ja einen Seilwerfer. Stimmt. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Dort unten, Gleittritt durchs Fenster. Nein. Wir wollen wieder so ein Multi-Angst-Millionärs-Ausschalten machen. Genau. Einfach so in die Fresse. Stufenanstieg, wieder. Diesmal nehmen wir den Batsuit nicht. Wir nehmen das Batmobil auch nicht. Wir nehmen die Ausrüstung. Beschreibungsdauer, ich will das alles nicht. Okay, wir sparen.
Explosiv gehe, das erste Mal. Ach, L2. Und wie immer wird ein Bett zum Ball gedreht. L3. Das Gas ist giftig. Ich muss es abstellen. Mein Gott. Viel zu aufwendig. Gas ist giftig. Okay. Mit dem Batmobil kann ich dieses Rohr zerstören. Dafür muss ich es auf diese Seite der Anlage bringen. Da unten ist der Tunnel. Wow! Ein Full-Speed-Gleitritt. Nicht schlecht. Ein Clothesline, okay. Wow. Hallöchen, wer seid ihr denn? Ihr habt Waffen. Okay. Ihr seid Hampelmänner. Ihr seid Breakdancer. Aber vor allem seid ihr schnell. Okay. Wahrscheinlich die Bruderschaft der Schatten. Ich kann einen Kran benutzen. Seht zu, dass die Bomben scharf und einsatzbereit sind. Die Armee darf nicht einmal in die Nähe dieser Stadt gelangen. Oh je. Keep clear. Ich würde mal darauf tippen, dass die Rampe hier hin soll. Yappers. Alle mein Batmobil. Irgendwo noch Gegner? Hier noch wen ausgelassen. Und dann abgenommen. Und rüber das Ding. Oh Gott, viel zu viel. Er kann drei Dinger machen, wirklich? Oh, ich wurde getroffen, oh nein. Okay, nehmen wir erstmal die Steinpanzer. Viel zu viel von den Bussen. Wird schon wieder getroffen. Die Panzer sind wirkungslos gegen das Fahrzeug. Seine Offensivfähigkeit so ist dazu. Stärker als erwartet. So, noch irgendwas zum kaputt machen. Oh, noch ein Klempner. Ich muss sagen, von den Bewegungen her steuert sich dieses Spiel hier deutlich besser als die Teile davor. Jetzt sind es schon zwei tote Arbeiter. Ich hätte das verhindern sollen. Hättest du, Batman, hättest du. Okay, interessiert mich ein Scheiß scheinbar. Batman, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Ach, Tim. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Mit welcher Ruhe er das hier aufgibt. Er kann dir helfen. Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe. Was ist denn mit Robin so Schlimmes passiert, dass er jetzt irgendwie so völlig nutzlos ist?
Also, Robin war natürlich nie wirklich der Superheld, aber... So, noch eine Wand. Sprüh, sprüh, sprüh. Ach, Batmobil, okay. Fernsteuerung. Es funktioniert. Da ist Batman. Es funktioniert erstaunlich gut. Ich habe jetzt gedacht, ich muss wieder nach draußen und das dann wieder irgendwie alles anders machen. Aber ich mache das einfach so. Nein, ich wollte sliden. Batman kann doch bestimmt noch sliden. Batman kann nicht mehr sliden. Doch, er kann sliden. Da ist er doch. Toter Nummer 3. Diese Tiere werden dafür bezahlen. Wir werden sie aufhalten. Das machen wir doch immer, oder? Keine Zeit für Selbstzweifel. Wir müssen weiter Stromkästen kaputt machen. Okay. Das sieht aus wie ein Platz für das Batmobil. Alle Bodeneinheiten, Founders Island. Unter Kontrolle. Wachtürme und Checkpoints sind voll betriebsfähig. Ich will Kampfeinheiten auf dem Kali sehen. Eine Drohne in jeder einzelnen Seitengasse. Weiter rausgezogen. Was mache ich denn jetzt damit? Ah, okay. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Okay. Und nu? Oh je, ich ahne etwas. Ich ahne etwas. Nämlich, dass ich das Ding jetzt wieder losmachen muss. Kann ich ausklinken? Noch war keine gute Idee, den Aufzug fallen zu lassen, während ich drauf stehe. Okay. Ah, ich muss mich quasi wieder runterlassen. Na, du bist da. Also. Wenn ich den Arbeiter erreichen will, muss ich irgendwie in den Aufzug kommen. So, klinken wir nochmal ein. Stylisch. Ich muss irgendwie in den Aufzug kommen, okay? Irgendwelche brüchigen Wände. Was haben wir da? Da oben ist die Winde. Wie soll ich denn hier in den Aufzug kommen? Das ist doch ein Rätsel. Das ist ein Rätsel und ich... krieg's gerade nicht hin, okay. Nochmal Steuerung. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Ach so, hier unten. Alles klar, Chef. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Keine gute Idee, den Aufzug fallen zu lassen, wenn ich drin bin. So, wieder bereit gemacht. Alles klärchen. Wir haben eine ganze Menge Leute, okay. Nein, bitte! Krieg ich ihn durchs Fenster? Ich geh nicht durchs Fenster, okay. Nimm deine Finger von mir! Sonst kommt Batman. Das hast du dir selbst hinzuschreiben. Jetzt nimm's mal wie ein Mann. Ich versteh's einfach nicht. Dieser Neidfick kommt einfach so aufgebaut, dieser Anbieter. Oh, jetzt kommt wieder schon wieder dieser nervige Teil. Ich hab ja gehofft, dass wir's abgeschafft hätten. Aber ja, wenigstens muss man jetzt nicht mehr so lange drücken. Angst Multi ausschalten. Ich kann hier direkt runter. Ist das gut? Oder habe ich gerade was verpasst? Ja. Wow! Einfach
einfach so weggeboxt. Der neue Anzug scheint ein bisschen was drauf zu haben. Schon gut. Sie sind sicher. Du kommst zu spät. Wir sind so gut wie tot. Du weißt von der Bombe, nicht wahr? Wo ist er? Ich habe gehört, er sei in der zentralen Mischkammer. Du weißt, was das heißt. Er bereitet die Freisetzung des Toxins vor. Ich habe gesehen, was es mit den Leuten anstellt. Wenn das Gas entweicht, dann gibt es Chaos. Das lasse ich nicht zu. Warten Sie beim Batmobil, ich bringe Sie hier raus. Jim, der zweite Arbeiter ist gerettet. Ich komme zu dir. Was ist mit Scarecrow? Er ist in der zentralen Mischkammer. Sobald die Techniker sicher sind, schnappe ich ihn mir. Ist es so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Aber ich stoppe ihn. Du hast mein Wort. Er will gestoppt werden. Er schreit ja quasi danach. Wer sowas Riskantes macht, obwohl Batman da ist, naja. Bringe ich ihn jetzt noch... Wo ist er denn? Ich sollte ihn doch gerade noch nach oben bringen. Alle bewusstlos? Ich sollte dem Techniker in den Aufzug folgen, bevor ich das tue. Boah. Kann ich nicht einfach mein Batmobil... Ich kann doch mein Batmobil... Ich sollte dem Techniker in den Aufzug folgen, bevor ich das tue. Okay. Dann auf in den Aufzug. Oh Gott, wir stecken hier unten fest. Das ist der einzige Weg hier raus und der ist Schrott. Der Lift ist nicht Schrott, das Batmobil macht das. Er bewegt sich. Wie machst du das? Ach egal, ich bin nur froh, hier rauszukommen. So. Raus mit dem, mein Freund. Es hakt schon wieder und wie? Wow. Da ist er, der leere Helikopter. Alfred. Hab ich gesehen, Sir. Erstes Signal, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird. Oh, ein kleiner Bosskampf. Oh, wow. Waffensicherung deaktiviert. Na komm schon, du Held. Sieh mir doch mal, ob du mithalten kannst. Okay, ich muss hin und her switchen. Weg mit euch. Oh, weg mit dir. Oh, hat mich getroffen. Du hast dein Biss noch nicht verloren. Gut, das macht die Sache doch sehr viel interessanter. Ah, da ist ein Raketen, der Fall, wie es aussieht. Ich wünschte, ich könnte dabei sein. Doch da würdest du mich mal zurücknehmen. Kaboom. Kaputt. Ich hab sein Spielzeug kaputt gemacht. Du hast noch nicht gewonnen! Heute Nacht bezahlst du für alles! Heute Nacht bezahle ich für alles. Oracle. Scarecrow bereitet die Bombe in der zentralen Mischkammer vor. Ich brauche einen Weg rein. Und zwar jetzt. Ich arbeite dran, aber es wird ein paar Minuten dauern. Die Minuten hast du. Denn ich soll ja sowieso erstmal den Typen hier rausbringen. Anscheinend nicht. Nicht wirklich, oder? Ich muss jetzt hier nicht aussteigen. Okay. Ich glaube, ich muss es wirklich tun. Für 2 Meter. Danke, Entwickler! Los geht's! Raus mit dir! Diese beiden hatten Glück. Scarecrows Männer haben die anderen Arbeiter getötet. Mistkerle! Bring sie aufs Revier, aber sei vorsichtig, Jim. Die Miliz ist überall in Gotham. Jetzt was geht's weiter mit den Ace Chemicals. Ich werde Crane zeigen, was passiert. Nein, wenn es nächste Folge geht's weiter mit Ace Chemicals. Ich beende die heutige Play and Raid Folge damit. Mit einem kleinen Sprung. Ich sag auf Wiedersehen. Batman lässt grüßen. Bis dann!